Ich bin Jonas und das ist Top 5 und bei Top 5 bekommt ihr die 5 besten Starts der Woche präsentiert, also ein bisschen Filmtipps, manchmal auch eine Serie. Diese Woche haben wir für euch aber 5 Filmtipps. Ich fange mal an mit Oh Boy mit Tom Schilling. Tom Schilling, den mag ich eigentlich ziemlich sehr, obwohl er oft Figuren spielt, die dann sehr Tom Schilling-ig wirken, aber ist ja egal. Ich mag ihn. Der spielt hier einen Studienabbrecher, der versucht, den Sinn des Lebens zu verstehen und einen Abend durch Berlin durchwandert und unterschiedliche Sachen erlebt. Das Ganze ist in Schwarz-Weiß und das soll euch nicht abschrecken. Ich fand den Film echt toll und Tom Schilling ist auch toll. Soll noch Milch rein? Mhm. Machen wir Sojamilch? Bitte nicht. Jetzt bekommt ihr erstmal nacheinander 3 Kinofilme serviert. Nummer 1, Eternals, der große Start diese Woche, der 26. Film des MCU. Regie hat hier Chloe Zhao geführt, die kennt ihr vielleicht von Nomadland, einem meiner absoluten Lieblingsfilme dieses Jahr. Mit dabei sind unter anderem Richard Madden, den kennt ihr von Game of Thrones, Kit Harington, den kennt ihr auch von Game of Thrones, Angelina Jolie oder Selma Hayek. Und diese Leute spielen die Eternals und die Eternals sind eine Gruppe von Supermenschen mit besonderen Fähigkeiten. Passt also wie die Faust aufs Auge ins MCU. Ich wette, du hast das perfekte Safehouse gebaut. Und woraus ist der hier? Vibranium? Nicht! Herbstkollektion. Ikea. Außerdem startet Ammonite im Kino mit Kate Winslet, die ich sehr mag, und Saoirse Ronan, die ich liebe. Ammonite spielt in England im 19. Jahrhundert und Saoirse Ronan und Kate Winslet, die spielen zwei sehr unterschiedliche Frauen, die beide aber die Archäologie lieben und eine Affäre beginnen. Für mich klingt das so ein bisschen wie Porträt einer jungen Frau in Flammen und deshalb bin ich doppelt so gespannt. Seid mir nicht böse, aber ich muss euch gestehen, dass ich Sopranos, also die Mafia-Serie, noch nie wirklich durchgeschaut habe. Ich verspreche euch aber, dass ich das nachholen werde. Am Donnerstag startet der Prequel-Film von Sopranos, also das ganze Spiel dann vor die Sopranos. Und der Film heißt The Many Saints of Newark. Manche von euch werden jetzt denken, oh, das habe ich schon mal gehört. Wir haben nämlich schon mal eine Kritik dazu gebracht, weil der Film ursprünglich früher starten sollte, jetzt aber doch nochmal irgendwie 2-3 Wochen verschoben wurde. Warum auch immer. Marius hat eine Kritik dazu gemacht, die werden wir euch hier verlinken. The Many Saints of Newark, da hat Regie geführt der gute Alan Taylor, der auch in der allerersten Game of Thrones Folge Regie geführt hat. Der Film spielt in den 60ern und erzählt, wie gesagt, die Vorgeschichte der Sopranos. Du bist mein Neffe. Ich möchte alles für dich tun, was ich kann. Freitag bringt Apple TV Plus etwas sehr Interessantes raus, nämlich einen Film namens Finch. Das hat nichts mit Finch asozial zu tun, glaube ich zumindest. In Finch geht es nämlich um eine postapokalyptische Erde, in der Tom Hanks alleine und todkrank lebt. Dort baut er einen Roboter, der seinen Hund beschützt. Oh. Und die drei machen sich auf eine Reise. Das klingt doch eigentlich ziemlich geil. Und noch geiler klingt das Ganze nämlich so. Regie hat hier der gute Miguel Sapochnik geführt, der auch in Battle of the Bastards einer der besten oder am besten inszeniertesten Folgen von Game of Thrones gedreht hat. Apropos Roboter, schaut euch doch jetzt noch das Video Maschinen mit Bewusstsein, sollten Roboter Rechte haben von kurz gesagt an, oder guckt in unsere Ringweek rein, die wir letzte Woche veranstaltet haben, wo wir jeden Tag ein Video zu der Welt von der Herr der Ringe gebracht haben, zum Beispiel zu den mächtigsten Gegenständen oder den mächtigsten Wesen oder 3 verrückten Verfilmungen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Jonas.